Wir haben heute den Tag der internationalen sozialen Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Tag. Dieses Thema soziale Gerechtigkeit betrifft uns überall. Das betrifft uns vor Ort. Das betrifft uns bei uns im Land, das betrifft uns in Europa und in der Welt. Das beginnt mit Fragen wie soziale Ungerechtigkeit bei Kinderarmut. Der Gender Pay Gap, dass Männer und Frauen unterschiedlich bezahlt werden, ist ein zentraler Punkt. Wir haben in Europa noch keinen europäischen Mindestlohn. Das sind zentrale Punkte, die wir gemeinsam angehen müssen und gemeinsam weiterentwickeln müssen. Dafür haben uns die Vereinten Nationen ein Hilfsmittel gegeben, einen Instrumentenkasten, der heißt 17 entwicklungspolitische Ziele der Agenda 2030. Da geht es darum, dass keine Kinderarbeit mehr existieren darf, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden müssen, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt und dass es wichtig ist, dass wir das in Einklang bringen, auch mit der Natur und mit der Produktions- und Lebensweise, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Auch hier muss es soziale Gerechtigkeit geben in der Frage, wie wir gemeinsam auf diesem Planeten leben. Das betrifft uns in Europa, aber auch weltweit und über unser Konsumverhalten, was ebenfalls eines der Ziele ist, können wir das noch mit regulieren. Wir brauchen verbindliche Standards, wir brauchen klare Zusagen. Soziale Gerechtigkeit ist wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können und damit wir die Chancen, die wir alle haben müssen, auch gerecht verteilen. Dafür steht soziale Demokratie und dafür kämpfe ich.